Hallihallo und willkommen heute mal zu einem, ja, nicht Squad-Bilder, auch wenn ihr dieses Team da seht, sondern einem Player-Review. Und wir kümmern uns heute um einen Inform-Silberspieler natürlich. Und zwar um diesen guten Herrn Linzen. 82 Tempo, 80 Schuss, Brian Linzen, 1,70 Meter groß, Hochmittelarbeitsrate, 3 Sterne Skillmoves, 3 Sterne schwacher Fuß, 9 Spiele, 14 Tore, 2 Vorlagen, 82 Tempo, 80 Schuss, 75 Dribbling, 66 Physik. Und 62 Passspiel, rechter Flügel, rechts Fuß. Und ja, wir kümmern uns noch, ich zeige euch noch kurz, wie das Team ungefähr aussah, denn ich werde euch hier quasi ein Angebot machen, und zwar dieses Team hier. Das ist nur die vordere Reihe. Ich werde euch die hintere auch noch zeigen, wenn ihr wollt. Und zwar, wenn ihr mit diesem Video 100 Likes erreichen, dann bekommt ihr den Squad-Builder zu diesem Team. Wenn ihr sehen wollt, wie gesagt, 100 Likes. Und ihr bekommt den Squad-Builder dazu. Und ich kann euch eigentlich nur sagen, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Denn dieses Team, ja, ist richtig, richtig, richtig geil. Ja, die Schlüsselwerte seht ihr da. 86 Schusskraft, 81 Abschluss, was von Silberspiel natürlich schon mal sehr, sehr stark ist. Generell diese 80 Schuss erinnern doch sehr stark schon an den Silber in Form Team of the Season Depay, wenn ich mich nicht mehr im Fist Depay, ne? Hatte auch 80 Schuss, wenn ich mich nicht täusche, aus seiner Silberkarte. Leider hatte Depay 4 Sterne Skillmoves, war etwas schneller und etwas stärker. Aber vom Prinzip her muss man ja sagen, ähnelt Linzen Depay auf den ersten Blick auf jeden Fall. Das kann man definitiv nicht leugnen. So, das kann man definitiv nicht leugnen, dass die sich auf den ersten Blick von den Werten relativ ähnlich aussehen, wenn auch nicht ganz so schnell wie die Pi, aber eigentlich nicht so unterschiedlich. Leider Gottes fehlen ihm auch die 4 Sterne Skill Moves. Das wäre auch so dieser Punkt, der mich insgesamt sagen lassen würde, dass Linzen ein richtig, richtig guter Inform ist. Dafür fehlen mir einfach die 4 Sterne Skill Moves. Aber nach der Reihe, er spielt rechter Flügel und Rechtsfuß, was dieses Jahr ja alles andere als ein Problem ist, weil der Near Post halt wieder sehr, sehr stark ist. Und auch der Außenrissschuss in die lange Ecke sich noch sehen lassen kann. Und ja, deswegen sind Rechtsfuß auf rechts und Linksfuß auf links vielleicht schon sogar noch fast besser als andersrum mit dem in die Mitte cutten und dann schießen. Das war dieses Jahr nicht ganz so stark wie sonst die Jahre davor, aber ja, deswegen ist dieses Jahr mal relativ egal, auf welchen Fuß man außen hat und so weiter. Linzen, was kann man noch zu ihm sagen? Er ist schnell genug, auf jeden Fall. 82 Tempo, ab und zu, denke ich, würde ich mir auch wünschen, oh, wenn er so 87, 88 für einen Außenflügel hat, wäre es natürlich auch geil. Aber 82 ist völlig ausreichend. Das ist, glaube ich, so in dem Bereich von Thomas Müller oder so, wenn ich mich nicht täusche. Wenn der vielleicht noch ein bisschen langsamer oder ungefähr gleich schnell, ich bin mir nicht sicher. Aber der macht als Außen auch einen guten Job, wie ich so gehört habe. Deswegen Linzen kein Problem. 80 Schuss für einen Silberspieler, gesagt, hochgewaltig. Hochgewaltiger Wert an sich. Sein Abschluss ist wirklich sehr, sehr gut. Also, wenn ihr vom Tor seid mit Linzen, dann macht er euch die Dinger rein. Das sind eigentlich Werte, die ein Stoßstürmer haben sollte, so 80 Abschluss, über 80 Schusskraft. Aber als rechter Flügel ist das natürlich auch sehr, sehr schön anzusehen. Sein Dribbling ist gut. Leider, wie gesagt, nur 3 Sterne Skillmoves, deswegen sehr, sehr begrenzt, was man Skilltechnik mit ihm machen kann. Aber ein Roulette und ein Ballroll reicht immer noch aus, um an den meisten Gegnern vorbeizugehen. Sein Schuss ist, wie gesagt, sehr, sehr gut. Distanzschuss ist nicht so überragend, hat ordentliche Weitschusswerte eigentlich, aber fand ich jetzt nicht so mega krass. Aber, wie gesagt, im 16er könnt ihr mit Linzen fast alles verwerten. Sein linker Fuß auch nicht das Beste, aber sein rechter Fuß ist absolut sehenswert. Ja, an sich kann ich sagen, ja, 50.000 ist schon relativ viel. Er kostet zurzeit, glaube ich, nur 35.000. Und für den Wert kann man ihn sich auf jeden Fall mal kaufen. Keine überkrasse Kaufempfehlung, aber so eine 7,5 von 10 oder so ist ein Bereich, würde ich ihm schon geben. Und ja, wenn ihr mehr so Player-Reviews sehen wollt, wo ich Spieler kurz vorstelle, generell Informs, oder sagt ihr, ich soll wieder was wie ihr Hidden Gems machen, die man nicht so kennt, oder doch die Informs teureren Spieler, dann lasst mich wissen und bewertet dieses Video, falls ihr das weiter sehen wollt. Wie gesagt, bei 100 Likes gibt es den Squad-Builder zu diesem Team, der sich in meinen Augen doch sehr, sehr lohnt. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich würde sagen, bis dahin, Leute. Tschüss.